Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexei. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Luca Abele, Herzog von Cerkonos. Indianische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allem. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle.
Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Preiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Keine Macht. Nehmen Emily. Ich banne sie in kaltem Marmor. Nein! Süßes Kind. Irgendwann werden sie mich lieben. Vielleicht sogar eines Tages als die verlorene Mutter sehen. Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Coatridge. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Hauptmann, waren das Schreie? Lady Emily, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayhew. Nein! Die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern, mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Was? Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater. Was ich allein kann. Ich muss hier raus. Sir, wie lange wird Hauptmann Ramsay brauchen? Ruhe, Corporal Dial. Ramsay weiß, was er tut. Der Mann steigt auf, ist alter Adel und gute Familie. Nun, da er der rechtmäßigen Kaiserin zum Thron verholfen hat, gewinne die Ramsays wieder Macht in Dunmore. Das sollten Sie nicht vergessen.
Sollte ich ihn drehen und mir ein Versteck suchen? Ich muss nachdenken. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Serkunos. Ich habe Frösche in dieser Standuhr versteckt, um Haushälterinnen zu ärgern. Und ich dachte, das Leben wäre kompliziert gewesen. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. Lila ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Lady Emily, es geht Ihnen gut. Meine Güte. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater, er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus, durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen, hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie, fliehen Sie aus Dunwall. Alexei. Tut mir leid. Leben Sie wohl. Ich muss weiter.
Emily, ich weiß, das sind schwierige Zeiten. Du herrschst über vier Nationen. Und ich kann mir kaum vorstellen, unter welchem Druck du stehst. Nur du und vor dir deine Mutter können wissen, wie das ist. Wer auch immer deine Feinde erledigt, tut es kalkuliert, um uns zu schwächen. Ich weiß, wie es ist, für Morde beschuldigt zu werden, die man nicht begangen hat. Aber glaub mir, wir finden diesen Kronmeuchler und lassen ihn bezahlen. Morgen ist der Jahrestag ihres Todes. Ein wirklich trauriger Tag. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du bist auf dem Thron geblieben und hast getan, was deiner Meinung nach richtig für die Menschen im Reich war. Du hast den überschwemmten Bezirk trockengelegt, die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff mit Jessamines Namen vom Stapel gelaufen. Du bist die Herrscherin geworden, die deine Mutter wollte. Und ich bin stolz auf dich. Juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Das erinnert mich an schöne Zeiten mit Freunden, mit Wyman. Das war einmal. Stiefel und was krieg ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Ob ich lesen kann? Klar, hält er mich für blöd. Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Thank you.
Verräter. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe, falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet, wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum ich schuld sein soll, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Das würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Wiedersehen. Den lasse ich nicht mehr los. Das Hemd stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Ja.
Oh, hier kann man echt kaum noch Luft holen. Schloss stammt von Sokolov. Ich habe hier nach der Seuche oft geschlafen.